Hallo ihr Lieben, Sommerzeit ist Salatzeit. Ich bin ein absoluter Salat-Dressing-Fan, also bei mir muss ein Dressing richtig lecker schmecken. Und heute bringe ich euch wieder ein ganz tolles Dressing mit, und zwar Salatdressing Himbeertraum. Und folgende Zutaten braucht ihr dazu. 3 Schalotten, 2 Esslöffel Honig, 1 Teelöffel Senf, 300 Gramm tiefgefrorene Himbeeren, 100 Milliliter Olivenöl und 100 Milliliter Essig und Salz und Pfeffer. Das macht ihr nach eurem Bedürfnis dann abschmecken. Und los geht's. Als erstes gebt ihr die Schalotten in den Mixtopf rein. Ich schneide die Rosen noch ein bisschen durch. Und 10 Sekunden auf Stufe 4,5. Da braucht ein bisschen aufzugehen. Das Ganze schiebt ihr jetzt nach unten. Die sind schön klein gehäckselt. Dann gebt ihr den Honig hinzu. Und lasst das Ganze karamellisieren. Und zwar eine Minute. Auf 90 Grad, Stufe 2. So, und das dampft schon. Jetzt gebt ihr den Senf hinzu. Und die gefrorenen Himbeeren. Und 3 Minuten auf 90 Grad, Linkslauf. Das Ganze hat jetzt ein wenig geköchelt und sieht jetzt so aus. Und jetzt wird es noch ganz fein püriert. Und das macht ihr 10 Sekunden auf Stufe 10. Wunderbar, ganz geschmeidig. Jetzt kommt natürlich noch Öl und Essig hinzu. Und Salz und Pfeffer schmeckt ihr jetzt ab. Und alles, was jetzt auch noch am Topfrand ist, wird nach unten geschoben. Deckel aufgelöst, gelegt. Und nochmal für 10 Sekunden auf Stufe 5 vermischt. Abschmecken. Mmh, fantastisch. Noch ein bisschen Salz. Das macht ihr ganz nach eurem Geschmack, Salz und Pfeffer. Da hat jeder einen anderen Geschmack. Ich bin sehr salzig. Salzig ist. Nochmal ganz kurz. 5 Sekunden. Perfekt. Wenn ihr die Körner nicht haben wollt in diesem von den Himbeeren, dann würdet ihr das Ganze jetzt durch einen Sieb streichen. Mir macht es nichts aus. Ich greife gern auf Körner und kann es deswegen jetzt auch so abfüllen. Und es gibt so eine halbe Literflasche genau. Und dieses Salatdressing ist 3 Tage im Kühlschrank haltbar. Am besten ihr macht es über einen grünen Salat. Das schmeckt da ganz, ganz fein und exquisit. Danke, dass ihr zugesehen habt. Bis ganz bald wieder. Tschüss, eure Martina.